Kreisliga Thüringen, 14. Spieltag, Spiel Nummer 097 im Eisenacher Wartburgstadion. Der FC Eisenach empfängt unter der Leitung von Lutz Laube, der hier gerade anpfeift, den BSV Eintracht Sondershausen zum Punktspiel. Begleitet und angefeuert von etwa 20 Anhängern aus dem Sondershäuser Fanlager. Begann das Spiel recht ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, wie hier zum Beispiel von Toni Braunschweig. Der FCE mit argen Besetzungsproblemen. Unter der Woche konnten nur 12 Mann am Dienstag trainieren und am Donnerstag 10 Mann. Der Rest lag mit Magen-Darm umher. Und das merkte man dieser Mannschaft an, die war völlig entkräftet. Hier spekuliert Fuhrmann auf Abseits, doch der Pfiff bleibt aus. Die Nummer 14, Erdmann, macht aus Spitzenwinkel das 1:0 bereits nach 10 Minuten. Markus Ahn versucht eine Antwort zu geben. Zu schwach dieser Schuss mit dem linken Fuß. Kein Problem für Christopher Sternadel im Tor der Sondershäuser. Reinhardt versucht da Ahn zu finden und der Ball wird nur noch mal scharf gemacht. Lois kann da die Nummer 9. Sebastian Kaspar nicht am Torschuss hindern. Benny Rudolph im Tor. Liefert eigentlich eine ordentliche Partie ab und dann hier wieder ein Beispiel dafür, wie Eisenach umher stolperte. Wieder klasse aufgepasst von Rudolph, der hier Schlimmeres verhindert. Freistoß. Und hier verschätzt sich Christoph Sternadel, aber dies bleibt ohne Folgen. Kopfballversuch hier von Patrick Leinhaus. Ja, da musst du gut bei Stimme sein, wenn du sowas hinbekommen willst. Wieder die Sondershäuser im Vorwärtsgang. Und da tanken sie sich durch, werden nicht entscheidend an der Kombinationsfreude gehindert. Ja, das sah natürlich unbeholfen aus, was die FC-Abwehr da im eigenen Strafraum veranstaltete. Selten, dass ich die Truppe hinten drin so hilflos gesehen habe. Und nur 2 Minuten später nach dem 2:0 durch den übrigens eingewechselten Meier. Hier die nächste unbeholfene Situation. Es ist sensationell, wie sich die Jungs da anstellen. Guckt euch das an, das hatte schon Slapstick-Niveau. Toni Braunschweig hebt da die Arme. Benny Rudolph stinkesauer, kann man verstehen. Nach 35 Minuten liegen die Wartburgstädter schon 0:3 hinten. Und ihr hört euch ja die Sondershäuser Fans. Nur noch 7, die werden dann natürlich schon übermütig. Konnten auch gar nicht verstehen, was da unten passiert. Immerhin hatte vor 14 Tagen Leinefelde an gleicher Stelle 6 Stück eingeschenkt bekommen. Vorne die Durchschlagskraft im Sturm, auch quasi nicht vorhanden. Seht euch das an hier. Arndt, der ist einfach nicht fit. Und das hatte aber Gründe, wie gesagt. Hier nochmal eine schöne Möglichkeit von Janke und der Nachschuss von Harnack. Immer noch erste Halbzeit. Eisenach mühte sich, ja, aber es fehlte, wie gesagt, Athletik, Spritzigkeit. Das war wohl diesen Trainingsrückständen bzw. auch der Erkrankung vieler Spieler unter der Woche geschuldet. Hat natürlich der Eisenacher Fan wenig Verständnis, ist aber nun mal so. Hier, Schussversuch von Hahn und der Nachschuss, na, das ist eine Unkonzentriertheit. Das muss Braunschweig einfach besser lösen. Auch in der zweiten Halbzeit die Eisenacher mit dem Versuch. Hier noch einmal Patrick Leinhaus. Ihr seht ja selber, wo dieser Ball hingeht. Da hinten kommt er dann irgendwann runter. Ja, und die fühlten sich hier pudelwohl. Fing dann an, mit Klopapier zu werfen. Ja, war ja auch irgendwo ein Scheißspiel. Heberversuch durch die Nummer 10, Axel Duft. Kein Problem für Rudolph. Denn nach seiner langen, ja, sag ich mal, Torwartabstinenz, eine ordentliche Partie ablieferte hier. Hahn, abgefälschter Ball, braucht Christoph Sternadel nicht einzugreifen. Und hier wieder Glück für die Wartburgstädter, dass da nicht mehr Schaden angerichtet wurde. Ja, und dem Jungen ist eindeutig zu heiß geworden. Und der junge Fahrzeugführer hier steckt voller Bewunderung über so viel
ich nenn's mal Härte. Freistoß für SDH. Axel Duft und gut pariert von Benny Rudolf. Dann wurde es neblig. Dass die Jungs da unten überhaupt noch atmen konnten. Aber sie hatten Spaß daran, der Schiedsrichter weniger, der unterbrach dann das Spiel. Und der Captain der Sondershäuser geht mal rüber, spricht den Jungs ins Gewissen. Hat natürlich ein bisschen Angst, dass dieses gute 0:3 jetzt auch noch abgebrochen wird. Soll schon vorgekommen sein. Aber der Schiedsrichter pfiff das Spiel dann doch nochmal an. Allerdings nur, um es kurze Zeit später sofort zu beenden. Verdienter Sieg für Sondershausen, die jetzt vorrücken auf den 8. Platz. Die Wartburgstädter fallen zurück auf Platz 12, sind aber noch 2 Punkte von den Abstiegsrängen weg. Geht einfach darum, die Fitness wieder zu erreichen und am kommenden Wochenende dann Heiligenstadt vielleicht wieder ein bisschen stärker entgegenzutreten und da Boden wieder gut zu machen.